dass ihr wieder mit dabei seid. Wir möchten mit euch heute gerne den Lollipop-Tanz tanzen. Das heißt, eigentlich heißt es Libro Lollipop und wir haben da so verschiedene Bewegungen dazu gemacht. Ich zeige euch mal so diesen Startschritt. Das heißt, das sind Kicks nach vorne. Ein Kick ist so ein in die Luft, so ein Kick, ne? Wieder aufsetzen den Fuß und mit dem anderen Fuß das gleiche. Und wieder Kick und drauf. Wer mag, die Fußspitze schön nach unten, ne? Nicht wie so ein Fußballer, muss das nicht unbedingt sein, aber ihr kennt das ja vielleicht. Oder ihr macht es einfach nach, wie wir es vormachen. Also, Kick und drauf, Kick und drauf, Kick und drauf, Kick und drauf. Dann kann man so auch die Arme nehmen. Und zwar Kick und drauf. Immer wenn ihr einen Fuß nach oben kickt, kann ein Arm, egal welcher, mit nach oben kommen. Ist ein bisschen schwieriger, probiert es vielleicht auch erstmal oben. Ja, ansonsten sind die Arme ganz einfach so ein bisschen locker. Diesen Schritt, den Kickschritt, kann man auch ein bisschen über Kreuz tanzen. Oh. Kick und drauf, Kick und drauf, Kick und drauf, Kick und drauf. Sieht auch gut aus. Wenn ihr zu Hause ein Geschwisterkind habt oder Mama oder Papa, kann man das auch so ein bisschen voreinander machen. Schaut euch an, ein bisschen nett, ne? Quatscht ein bisschen, der eine mal. Auch nicht schlecht, der eine mal zur Seite, der andere nach vorne. Aber Vorsicht, ein bisschen nach voreinander. Okay. Dann kommt ihr ein Lied, ihr kennt das Lied, Lollipop, Lollipop, immer so ein Block. Und bei dem Block springen wir auf, Beine auseinander, Arme nach oben und warten lange, bis es Block losgeht mit dem Text. Ja, klatschen. Und zwar Füße auseinander, oben, auch immer Lollipop, Lollipop, schön langsam. Richtig schön strecken dabei. So, und dann mischt das einfach mal. Die Kicks nach vorne, ohne Arme, mit Arme. Genau. Ne? Bisschen über Kreuz, stimmt ihr auch. So, wenn ihr da richtig sicher seid, dann könnt ihr auch so ein bisschen versuchen, ein bisschen zu hüpfen dabei. Aber immer darauf achten, dass ihr den Fuß wieder abstellt. Kick und drauf, Kick und drauf, Kick und drauf, Kick und drauf. Genau. Das sieht mir den Arm auch richtig so aus. Und auch über Kreuz. Richtig gut. Ja, probiert es einfach mal aus. Nehmt euch die Musik dazu, tanzt einfach alle Sachen hintereinander. Wenn ihr noch ein paar Ideen habt, wäre das toll, freuen wir uns. Können wir uns, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, einfach dann mitmachen, nachmachen. Und jetzt viel Spaß damit zu Hause. Bis bald, Kinder. Und tschüssi.